Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu Depot Diary. Heute erzähle ich dir hier in diesem Video von meiner erstaunlichen Dividendenentwicklung in meinem Depot. Im März hat sich bei mir die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um fast 200% erhöht. Wie es dazu kommen konnte, das erzähle ich dir jetzt und welche Werte ich plane am Monatsende zuzukaufen. Und falls du neu bist hier bei Depot Diary, herzlich willkommen. Wenn du magst, abonniere meinen Kanal, dann kann Depot Diary weiter wachsen und du verpasst zukünftig kein Video mehr. Und los geht's. Ja, bei Parkett ist es so, dass die Zeiträume nicht so schön gestaltet sind. Also heute am Tag der Aufnahme ist der 4. April. Wenn ich jetzt die letzten 30 Tage eingebe, dann seht ihr hier eben nicht den Monat März, sondern tatsächlich den Zeitraum vom 4. März bis zum 4. April. Da haben wir hier eine Performance von minus 2,2%, was dann ja nicht so ganz stimmig ist. Deswegen gehen wir hier mal auf 3 Monate. Wenn wir uns hier den 28.02. bzw. 1.03. anschauen, dann sind wir hier bei 0 bzw. minus 1% und am 31.03. war es in etwa auch so. Also hat sich eigentlich gar nicht viel getan, was die Performance anging im März. Wenn wir uns hier mal die Performance seit Jahresbeginn anschauen, dann sind wir hier bei einem Plus von 2,3%. Und wenn wir hier einen Blick auf die Performance seit Investmentbeginn mal werfen, das ging ja bei mir im Oktober 21 los, Ende Oktober. Und da sehen wir, hier bin ich noch ordentlich im Minus mit 17,3%. Da habe ich mich ja im Laufe der Zeit von so einigen Depotleichen verabschiedet. Da habe ich ja gerade zu Beginn meines Investments einige Investments getätigt, die ich dann später bereut habe und von denen ich mich dann kurze Zeit später auch wieder getrennt hatte. Wenn euch das Video dazu interessiert, könnt ihr euch das hier gerne über den Link anschauen. Mittlerweile bin ich mit den Werten in meinem Depot aber sehr zufrieden und bin da jetzt so aufgestellt, dass ich eigentlich keinen Wert mehr hergeben möchte von denen, die jetzt aktuell in meinem Depot sind. Da bin ich aktuell bei 39 Unternehmen. Langfristig möchte ich das noch bis auf 70 bis 80 Unternehmen aufstocken, weil mein Ziel ist, mit nicht mehr als 2% meines Vermögens in einem Unternehmen investiert zu sein und ich überdies auch ein breit gestreutes Depot haben möchte, damit, wenn ein Unternehmen sich mal nicht so entwickelt, wie ich mir das erhofft hatte, sich das im Depot nicht so stark bemerkbar macht. Wenn wir uns mal die größten Gewinner und Verlierer der letzten 30 Tage anschauen in meinem Depot, dann sehen wir hier die Technologiewerte ganz weit oben, allen voran Intel, die aber auch in den Monaten davor ordentlich abgestraft wurden und jetzt eben in den letzten 30 Tagen bei mir im Depot ganz vorne liegen mit 22,6% Rendite in dem Zeitraum. Nvidia auf Platz 2, auch ein Chiphersteller mit 12,6%. Und dann geht es auch eine ganze Weile mit Technologie weiter. Microsoft, Alphabet, Adobe, Apple, Shopify, alles Technologiewerte. War also kein so schlechter Monat für die klassischen Nasdaq-Unternehmen. Bei den Verlierern ist Vonovia ganz weit oben in meinem Depot mit fast 25% Minus. Eckert & Ziegler auch über 20% verloren. Block hatte ja diese Shortseller-Attacke, von der sie sich aber auch schon wieder ein bisschen zumindest erholt hat. Aktuell minus 16,45% betrachtet auf den letzten Monat. Digital Realty Trust ist ein REIT, der Datencenter zur Verfügung stellt. Lief auch nicht besonders gut mit minus 13%. Und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Unternehmen im zweistelligen Minusbereich. Und die haben dann quasi bei mir den Gewinn der Technologiewerte wieder aufgefressen. Und wenn wir mal auf die Gewinner und Verlierer seit Bestehen meines Depots schauen, dann ist da Visa ganz vorne mit knapp 24% vor Alberts Industries und Nvidia. Und ganz hinten haben wir, wie auch schon über den Monatszeitraum, Vonovia dick im Minus mit fast 60% und fast genauso schlecht ist Block mit 58% im Minus. Sehr viel erfreulicher haben sich da die Dividenden entwickelt bei mir im März. Hier sind jetzt aktuell 106,63 Euro angegeben. Das sind aber sogar noch mehr. Da fehlen noch ungefähr 40 Euro an Dividenden von Canadian National Railway, Prologis und Digital Realty Trust. Das dauert bei Scalable Capital immer erstaunlich lange, wie ich finde, bis die Ausschüttungen dann auch auf dem Konto landen. Das ging früher bei meiner Hausbank dann doch deutlich schneller. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr da habt, ob das auch bei euch, falls ihr bei Scalable seid, so lange dauert oder wie das generell bei eurem Broker ist. Würde mich mal interessieren. Weiß ich nicht, wenn ihr bei Trade Republic seid oder so, ob das da auch so lange dauert. Ich könnte hier bei Parkett zwar schon den ungefähren Betrag jetzt eingeben, aber das
will ich ja dann doch schon auch exakt haben. Und so warte ich dann immer, bis ich die PDF abrufen kann bei Scalable und die ziehe ich dann per Drag and Drop einfach hier bei Parkett rein. Ich meine, es ist jetzt der 4. April abends und die Ausschüttung vom 31.3. sind noch nicht auf dem Konto eingegangen und bis dann die PDF-Datei abrufbar ist, dauert es dann auch immer noch mal ein paar Tage. Das finde ich jetzt so ein bisschen ärgerlich, aber vielleicht ist das ja bei anderen Brokern auch so. Finde ich mal interessant zu erfahren. Insofern wären wir hier ungefähr bei 146 Euro Einnahmen. Im letzten März 2022 waren es noch knapp 49 Euro und somit ist das ungefähr eine Steigerung von 200%, was mich natürlich sehr freut und natürlich auch in erster Linie damit zusammenhängt, dass ich einfach in den letzten 12 Monaten auch einiges investiert habe und ich jetzt dementsprechend mehr Unternehmen besitze, die Dividenden ausschütten. Und es sind vor allem auch hauptsächlich amerikanische Unternehmen, die ich habe und da ist es ganz oft so, dass die im März die vierteljährliche Dividende ausschütten. März, Juni, September, Dezember sind eigentlich so die Monate, zumindest bei mir, in denen ich die meisten Dividendenausschüttungen erwarte. Und auch zum Vormonat ist es eine deutliche Steigerung. Da waren es im Februar noch 27,55 Euro. Aber der Vergleich zum Vorjahr ist da eigentlich relevanter. Und da sind 200% Zugewinn natürlich für mich äußerst erfreulich. Jetzt in diesem Monat, im April, stehen dann Dividendenausschüttungen von Rio Tinto, American Tower und Nike an. Nike ist ja schon gar nicht mehr aufgeführt, weil die Ausschüttung für den gestrigen Tag angekündigt war. Und dann verschwindet das Unternehmen hier in der angekündigten Dividende logischerweise bei Parkett. Inklusive Nike erwarte ich in etwa knapp 100 Euro für den April. Der größte Brocken ist dabei Rio Tinto mit über 80 Euro Dividende. Das ist auch ein Wert, den ich im letzten Jahr noch nicht im Portfolio hatte und dementsprechend wird da auch im April jetzt eine deutliche Steigerung für mich anstehen. 2022 waren es noch 26,64 Euro und wenn ich dann jetzt ungefähr bei 100 Euro rauskomme im April, dann ist das sogar noch mal eine größere Steigerung als im März im Vergleich zum Vorjahr mit dann gut 280% sogar. Zugekauft hatte ich im März Paychex und Home Depot. Wenn euch das Video dazu interessiert, könnt euch das hier gerne über den Link anschauen. Da hat sich Home Depot aktuell um etwa 3% verbessert und bei Paychex sieht es so aus, dass es da um 4,6% runterging. Aber da ist es bei beiden Fällen natürlich noch viel zu früh, um ein erstes Fazit zu ziehen. Was nächste Zukäufe angeht, habe ich gerade 4 Unternehmen in der engeren Auswahl, von denen ich dann wahrscheinlich 2 kaufen werde Ende des Monats. Das ist zum einen Pfizer, die momentan wirklich ein sehr niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben von 7,5, gepaart mit einer hohen Dividende von aktuell über 3,9% zum aktuellen Kurs. Den Wert finde ich wirklich sehr interessant im Moment. Ist kaum verschuldet, hat eine sehr hohe Nettomarge, sind für mich Aspekte, die erstmal sehr interessant klingen. Dann Union Pacific als Logistikunternehmen reizt mich auch gerade, hat auch eine sehr hohe Nettomarge und eine interessante Dividende. Ist, was die Verschuldung angeht, nicht ganz so gut aufgestellt wie Pfizer, ist aber auch natürlich eine ganz andere Branche. Die Dividendenrendite beträgt knapp 2,7% aktuell zu dem Kurs und wäre für mich ganz persönlich noch eine ganz schöne Beimischung zu Canadian National, die ich ja schon besitze auf dem amerikanischen Kontinent. Dann haben wir noch Mid-American Apartments, ist ein REIT, der, wie der Name schon sagt, Apartments vermietet in den USA. Den werde ich aber wahrscheinlich doch eher noch etwas länger beobachten und noch nicht zuschlagen. Und zu guter Letzt ASML hat sich ja zuletzt schon so ein bisschen erholt von den Tiefständen, finde ich aber immer noch interessant. Die Dividendenrendite hier nicht ganz so hoch mit 1,2%. Mal schauen, welches dann letztendlich werden. Vielleicht kommt ja auch noch im Laufe des Monats ein ganz neuer Titel dazu, den ich aktuell noch gar nicht auf dem Schirm habe. Aber das sind im Moment so die 4 Favoriten, die von den Werten, die ich auf der Watchlist habe. Ja, das war's soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und nicht vergessen zu abonnieren. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Investieren und bis bald.